Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien heute Morgen verbunden sind. Haben wir gerade noch das Kind in der Krippe betrachtet, das kleine Kind, das geboren ist und von Maria und Josef liebevoll umsorgt wird? Haben wir gerade noch gehört, wie die Hirten zum Kind in der Krippe ziehen, dem gerade Neugeborenen? Und gestern, wie die Magier aus dem Osten kamen, um dem Kind ihre Geschenke zu bringen, wird uns heute im Evangelium schon der erwachsene Jesus vor Augen geführt. Nicht, weil Jesus so plötzlich groß geworden wäre und die Kindheit und Jugend übersprungen hätte, sondern die Zusammenstellung der Evangelien und die Feste, die wir feiern, sind ja theologische Aussagen über unseren Glauben. Nicht nur das kleine Kind, das geboren ist, Gott ist Mensch geworden, sondern er ist Mensch geworden, um sich den Menschen zu zeigen und mit den Menschen zu leben und die Menschen hinzuführen zu Gott. Johannes der Vorläufer, uns eine ganz vertraute Person aus der Heiligen Schrift, ehe der losgezogen ist, die Menschen vorzubereiten auf den Moment, in dem der Messias, der Erlöser, kommt. Das, was die gläubigen Juden seit Jahrhunderten geglaubt haben, von Generation zu Generation weitergegeben haben. Johannes sagt, das, woran die Menschen auch vor uns schon geglaubt haben, worauf sie gehofft haben, das wird jetzt Wirklichkeit. Und die Menschen kamen, manche dachten sogar, Johannes sei der, der der Erlöser sei, weil er so außergewöhnlich sprach und so deutlich auf Gott hinwies. Aber er sagt, ich bin doch nur ein kleiner Mensch. So klein, ich taufe nur mit Wasser, das, was jeder auch tun könnte. Wasser zu nehmen, einem anderen Menschen zuzusagen, ändere dein Leben, kehre um und verbinde dich mit Gott. Vertrag dich mit dem Menschen, mit dem du in Streit gewesen bist. Sieh deine Fehler ein und versuch ein neues, besseres Leben zu leben. Das kann doch jeder. Ich taufe nur mit Wasser. Aber nach mir kommt einer, der größer ist als ich, und zwar so groß, dass ich, kleiner Mensch, es gar nicht wert bin, ihm die Sandalen, die Riemen von den Sandalen zu lösen. Das, was wir im Bild schon verstehen, ist in dem Zusammenhang der Lebenssituation der damaligen Menschen noch verständlicher. Denn zumindest in den Häusern der Vornehmen, da wurden die Gäste begrüßt mit Wasser, dass sie sich das Gesicht und die Hände waschen konnten, von der Reise oder von dem Weg zu dem Haus, in dem sie eingeladen waren. Ein heißes Land, heiße Tagestemperaturen, staubige Wege. Und dann haben Diener, manchmal sogar Sklaven, die Schuhe, die Sandalen geöffnet, die Füße gereinigt, gewaschen von den Gästen, damit es den Gästen gut geht. Und dann sagt Johannes, ich bin noch kleiner, noch weniger wert als ein Sklave, der schon in der damaligen Sichtweise vieler Menschen eigentlich keinen menschlichen Wert hatte. Er macht sich noch kleiner, um zu zeigen, um zu sagen, einer ist viel, viel größer. Es geht also weniger darum, dass er nur klein ist, sondern um die Größe Gottes. Jesus lässt sich auch taufen, ein äußeres Zeichen. Das, was Johannes da ankündigt oder worauf er aufmerksam macht, ich taufe nur mit Wasser, nach mir kommt einer, der tauft mit Heiligem Geist, ist schon ein Vorgriff auf den Auftrag Jesu, den er später geben wird, nämlich geht in die ganze Welt und tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das äußere Zeichen ist auch bei dieser Taufe, von Christus gespendeten Taufe, die ein Mensch zum Kind Gottes macht, die einen Mensch erfüllt mit dem ewigen Leben. Rein äußerlich genauso wie die Taufe des Johannes mit Wasser. Aber eben ein Mehr. Weil in der Taufe, die heute gespendet wird im Auftrag Jesu Christi, wird dem zu Taufenden zugesagt, du bist mein geliebtes Kind und der, der das sagt, ist Gott selbst. Ich verlasse dich nie. Etwas anderes als ein äußeres Zeichen zu setzen, dass ich mein Leben ändern möchte, eben bei der Taufe des Johannes, auch schon ein ganz wichtiges und gutes Zeichen der Bereitschaft, sich an Gott zu binden. Aber eben vom Menschen aus. Die Taufe, die wir feiern, die uns zu Christen gemacht hat, ohne unser Verdienst, weil Gott uns gerufen hat, geht von Gott aus.
Bei Johannes, der Sünder, der Mensch mit seinen Schwächen und Fehlern, er bittet um Verzeihung und verspricht, sein Leben zu ändern. Aber hier kommt Gott und beschenkt uns. Rein äußerlich scheinbar kein Unterschied, innerlich ein ganz großer Unterschied. Dann, als Jesus aus dem Jordan hinaussteigt, so die Heilige Schrift nach Markus, öffnet sich der Himmel. Ja, er öffnet sich nicht nur, er reißt auf. Und eine Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn oder das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Offenbarung. Gott ist wieder der Handelnde. Nicht eine Erkenntnis der Menschen, wer könnte denn der Erlöser sein? Wir schauen uns mal die an, die jetzt alle gut sprechen können und etwas von Gott erzählen. Nein, es ist nicht vom Menschen aus, sondern von Gott aus. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Er gibt sich selbst zu erkennen. Wir nennen das Offenbarung. Gott offenbart sich uns. Und deshalb wird dieses Evangelium immer an dem Sonntag nach dem Hochfest der Erscheinung des Herrn, 6. Januar, Fest der Heiligen Drei Könige, in unseren Kirchen gefeiert. Gott ist Mensch geworden und hat sich offenbart dem Kind, das im Stall zu Bethlehem geboren ist. Er hat sich offenbart den Magiern aus dem Morgenland, die wir die Heiligen Drei Könige nennen, die das Kind anerkennen als den geborenen, neugeborenen König, den Sohn Gottes. Und nun die Stimme, die den Menschen offenbart, das ist mein geliebter Sohn. Erst danach hat Jesus, der Erwachsene, mit ungefähr 30 Jahren sein Wirken dort begonnen und ist später dann, hat die Jünger gesammelt und ist dann von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt gezogen. Liebe Schwestern und Brüder, noch einen Gedanke, den ich mit Ihnen gerne heute am Fest der Taufe des Herrn teilen möchte, nämlich die christliche Taufe im Auftrag Jesu Christi, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Gottes Handeln an uns Menschen. Und das, was wir gerade im Evangelium gehört haben, dass die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Beides muss zusammenkommen, damit das Geschenk der Taufe, das Geschenk Gottes, sich entfalten kann, Wirkung zeigen kann. Dass Gott der Handelnde ist in der Taufe, das gehört zu unserem Glauben. Und deshalb können auch kleine Kinder getauft werden, die sich selber noch gar nicht entscheiden können für Gott. Wenn mindestens ein Elternteil oder ein Erwachsener da ist, mag es ein Pate oder eine Patin sein, der sagt, ich glaube an diesen dreifaltigen Gott, der uns Menschen liebt, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und ich stehe mit meinem Glauben als Zeugin oder als Zeuge dafür ein, dass dieses Kind, das jetzt getauft wird, zu dem Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich mit Namen immer kennen. Ich werde dich immer begleiten. Und ist dein Leben auf der Erde zu Ende, wirst du das ewige Leben, das ich dir in der Taufe schenke, sich entfalten können, damit dieses Kind, wenn es heranwächst, diesen Glauben bezeugt bekommt. Denn auch ein Kind, das heranwächst, Jugendlicher wird, Erwachsener wird, aber aus welchen Gründen auch immer vom Glauben nichts gehört hat oder so wenig gehört hat oder sogar vielleicht den Glauben ablehnt, aus welchen Erfahrungen auch immer, aus Enttäuschungen heraus, aus Verärgerung heraus, aus Zweifel heraus, die Zusage Gottes bleibt, weil es ein Handeln Gottes ist. Ich kenne dich mit Namen, ich verlasse dich nie, ich bin bei dir. Aber die Großartigkeit, getauft zu sein und dankbar zu sein und froh zu sein, dieses Geschenk der Taufe geschenkt bekommen zu haben, sollte doch im Idealfall sich entwickeln im Leben, indem wir für Jesus Christus Zeugnis ablegen, indem wir unserem Alltag so leben, in diesem Wissen, ich bin von Gott geliebt und alle sind von Gott geliebt und sich deshalb einsetzen für eine gerechtere Welt, eine friedlichere Welt, die darin gipfelt oder daraus lebt, dass wir selber das Bekenntnis sprechen in unserem Leben durch unser Handeln und Tun jeden Tag neu. Du, Jesus Christus, bist der geliebte Sohn Gottes. Aus dem eigenen Glaubensbekenntnis kann sich dann die Gnade, das Geschenk, das Handeln Gottes an uns Menschen erst entfalten. Weil Gott lässt uns auch da die Freiheit,
Seine Liebe ist so groß, dass er uns immer hinterhergeht, auch wenn wir von ihm weggehen. Die Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ein Getaufter, dessen Taufgeschenk sich entwickelt und entfaltet und der dafür offen ist. Und das mag eine Lebensaufgabe sein. Der bekennt das, was wir jetzt tun in der Feier der Heiligen Messe, aber im Idealfall und richtigerweise auch morgen im Alltag. Dieser Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Und diesem Jesus und auf sein Wort möchte ich hören. Und dieses Wort, das lebendig ist und mich lebendig macht, soll in dieser Welt gehört werden. Ich taufe nur mit Wasser, sagt Johannes. Wir können sagen, was sind wir kleine Menschen in einer Geschichte von Milliarden von Menschen, irgendwo auf der Welt lebend, in einer Stadt. Und die Welt ist doch so groß. Aber wenn überall Menschen leben, die das bezeugen, was Johannes verkündet hat, dann wird der Glaube weitergehen. Nicht nur in unseren Gottesdiensten, sondern auch im Alltag. Amen.